Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Hofgeschichten hier auf 9062. Die Hits von morgen, von gestern, 80er, 90er, 70er, 60er, 50er, 40er, 20er und Nuller. Heute an meiner Seite der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo. Und auch der gute Mene ist am Stissel. Ich greife mir nur an den Kopf. Du hast ja auch schon Kopfschmerzen seit drei Folgen. Ja. Woran das liegen könnte? Ich weiß es nicht, also wirklich. Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an. Was? Ich hab schon die beste. Brauche ich nicht. Jetzt ist unser Tor hier ganz weg, unser Holztor. Na, das ist ja frech. Ja, ich hab's abgerissen. Quatsch. Ja, aber baust du es nicht neu, oder was? Es war kaputt. So. Ja, warum reißt du das denn ab? Konnte man doch einfach durchgehen. Ist das Schnee? Ist doch Wurst. Das sieht doch kacke aus. Ja, und du siehst auch kacke aus und wir reißen dich nicht ab. Ja, doch, würde ich schon gerne machen. Arschloch! So. Es gibt Süßkartoffeln, Baby. Goldene Sachen. Arschloch ist Stuttgart. Richtige Drecksstadt einfach. Ich weiß, es ist richtig kacke, ja. Überall Stau, wenn man über die A8 fährt. So, das kommt weg. Warum fährst du da überhaupt lang? Ja, kannst du über die A6 oder über die A8? Ich bin über die A8 gefahren, Rückweg. Da hättest du ja wirklich mal vorbeigucken können. Vor allem war geil, wir hatten halt das die Auto A6 von. Ist doch so ein. Die A6 und die A8, das sind das so Ost-West-Autobahnen, also von München. Ja, du musst. Also nicht von München, von Bayern nach. Ja, du musst auch ein Stück nach Osten fahren, wenn du nach Oberstdorf willst. Ja. Ach so. Wir hatten aber das Auto von Kadis Vater und das ist halt so ein, ein Tiguan, glaube ich, VW. Und in diesem Auto merkst du nicht, wie schnell du bist und ich fahre einfach so und fahre und das ist auch noch eine Automatik, was auch schon mal komisch ist. Und ich fahre und fahre und gucke so auf dem Tacho, 200 Sachen drauf. Ich so, what the fuck? Wir waren einfach mal von Bonn bis Oberstdorf in 4,5 Stunden. Ja. Und ich habe mich gewundert, wie viel Benzin frisst dieses Auto denn? Du fährst ja nur 100. Richtig ich geil. Ich weiß, das ist richtig übel, ja. Und deine Partnerin hat dann nicht mal zwischendurch gesagt, du, ist ein bisschen schnell. Doch. Und Brilli wieder in seiner liebreizenden Art. Halt's Maul! Kannst selber fahren! No. Lauf doch! Ich fahre rechts ran! Ich habe tatsächlich mal eine Freundin rausgeschmissen aus meinem Auto. Eine Freundin oder deine Freundin damals? Ja, damals war es meine Freundin. Ach echt? Und wann war denn nicht mehr deine Freundin danach? Ich dachte daran. Ja, Mene, ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Nee, die hat wollte die Tür aufmachen und dann ist der Griff abgebrochen. What? Und dann hast du es noch rausgeschmissen, da kann sie doch nicht früher. Da hat die gesagt, so ein Scheißauto. Und da habe ich gesagt, das Scheißauto bringt dich überall hin, wo du hin willst. Du kannst jetzt aussteigen. Musstest du nach Hause laufen. Geiler find Typ. Finde ich aber okay, Junge. Ja, echt? Ja, wer die Sache, ja, wer die Kutsche nicht schätzt. Mein Auto beleidigen. Echt mal. Finde ich auch in Ordnung. Ah, das kenne ich aber auch mit dem hier von wegen, dass du das Tempo nicht so wirklich merkst, irgendwie. Auch mit so einem Ding gefahren, mit so einer Karre, mit so einem DSG, mit so einem Direktschaltgetriebe halt. Und der zieht's halt einfach hoch, ne? Und auf einmal guckst du auf den Tacho, hast du auch irgendwie so, ja, 180, 200 drauf. Ja. Leute, ich guck mal, wo ich diese Reuse hinstellen kann. Krabbenreuse, lege sie ins Wasser. Wo kann man denn? Im Meer. Ja, aber wie kann ich die denn? Es muss ja ins Meer gehen können auch, weil man muss die ins Wasser legen. Ja, dann musst du an den Strand wahrscheinlich, oder? Da kommt so ein bisschen. Ich komm mal mit, ich will mal sehen, wie das geht. Uli Gugu. Ich fische. Und ich ziehe hier die richtig dicken Dinger an Land. Komm, komm, Junge, komm. Wieso fischt ihr jetzt alle? Ich, das ist mein Job. Mann, weil fischen. Nee, ich fisch nicht. Ich will nur mal gucken, wie du das machst, damit ich das mal sehe. Interessiert mich halt, was du so treibst den ganzen Tag da. Menes vom Amt, der will gucken, wo die Kohle hingeht. Man kann nicht ins Wasser gehen. Null. Kohlbar. Ich dachte, die Gicht, kommt da so ein Stück rein. Nein, die Gicht trifft dich nur an anderen Stellen. Gicht. Du willst ja sehen, was ich hier mache. Wo bist du? Hier kann man doch ins Wasser. Du stehst doch im Wasser. Ja, aber minimal nur. Na, gehst du mal weiter hier rüber? Ah, ne, geht nicht.
Aber ich sag euch, die alte Angel war 100 mal besser als die hier. Ja, ärgerlich. Und Barsch. Oh, 74 Zentimeter. Krass. So, warte mal jetzt. 109, alter hier. Lachs, Junge. 109. Oh, hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Und nu? Müssen wir warten wahrscheinlich, gell? Und dann Zwiebel hat den längsten Lachs auf jeden Fall, Junge, echt. Weiß ich nicht. Okay, na gut. Zeit vertreiben. Deine Angel geht doch weiter als meine. Das ist ja auch die Iridium-Angel. Das ultra scharfes Gerät. Sieht ein bisschen so aus, als hätten wir beide unseren Penis hier ins Wasser halten. Nein, so sieht es einfach überhaupt nicht aus. 112 Lachs. 112. Du, dein lila Penis? Ich meine, du bist blau. Dann ist dein Penis doch lila, ist doch klar. Du kriegst gleich eine rein. Das klingt sehr komisch. Schatztruhe! Alter! Alter! Leute, jetzt geht's hier aber vollkommen ab. Was ist ich denn? Habe in dem Schatz, den ich mitgefischt habe, Neptuns Kleve. Ein Schwert Stufe 7. Okay, jetzt wo wir nicht mehr, in die Mine müssen, hast du gut gemacht. Doch, müssen wir schon. Noch 18 bis 35 Schaden. Da müssen wir ja noch 100.000 Schleime killen. Aber das Schwert, was ich jetzt habe. Hinter diesen blöden Fisch zu fangen. Ich hasse dieses Minispiel. Ich will das nicht mehr. Also eigentlich geht's. Du musst halt nur ein bisschen mit der Maus drauf rumklickern, ne? Ja, komm, krieg ich nicht hin. Ich will lieber das irgendwie. Alter, schon wieder ein Schatz. Sonnenbrille fange. Du musst dich aufs Spiel einlassen, Mene. Du lässt dich das Spiel auch. Oh, da ist eine Truhe, Hier sind viele Truhen. Oh, da muss man auch noch Ewigkeiten draufbleiben. Naja, das muss man abtimen. Oh. Hey, oh, nee! ich bin ja im echten Leben tatsächlich Angler, ne? Aber das macht mich. Das beruhigt mich auch. Aber in diesem Spiel macht es mich aggressiv. Ja gut, dir fehlt halt wahrscheinlich die Büchse Bier daneben, ne? Der Campingstuhl. Nein, dir fehlt einfach der Skill. Im echten Leben auch. Der meint nur, weil er ein Stück Zahnseide ins Waschbecken legt, ist er Angler. Hier, ha, Fisch gefangen. Neuer Rekord. Sardelle, 30 Zentimeter. Da kannst du mit deinen 3 Zentimeter von vorn. Oh, die ist Gold. Fuck. Neuer Rekord, Seegurke, 53. Was angelst du? Stippe oder was? Wie? Ah, ich hab schon lange nicht mehr geangelt. Ich hab, zum Schluss, kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich halt viel Fliegenfischen gemacht. Fliegenfischen? Ja. Fliegenfischen, ja. Was ist das denn? Das ist so, da fliegst du mit so einem einmotorigen, mit so einem Propellerflieger, fliegst du über das Wasser, deswegen, ne, fliegen, und hältst dann die Rute rein, ganz einfach. Aha. Ja. Wusstet ihr, dass das Vorbild war für den Film Amy und die Wildgänse? Ja, du warst die Gänse. Die Gans, ja. Du warst die Obergans. Du warst die Obergans, genau. Du warst das Opfer, wo sie dann draufgeschossen haben mit der schönen 12er Schrotgeschoss. Joja, Cola. Amy und die Wildschwänze, gibt's das als Porno? Bestimmt. Oh, jetzt darfst du auch mal googeln. Komm schon. Oh, Junge. Was soll denn das bitte für ein Plot sein? Als ob ein Porn und Plot braucht, Hallo, Alter. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja. Ja, bester Plot. Was machen die Gänse hier? Rum. Was machst du mit dem Hals dieser Gans? Ja, aber was ist jetzt hier mit dieser Reuse? Ist da irgendwas drinnen? Du oder hast was? Die Gans genagelt. Genau. Oh, jetzt habe ich die Reuse wieder eingesammelt, es ist nichts drin. Ach Gott. Du hast die Gans geknallt. Wir lassen die mal hier über Nacht. Und dann fange ich nichts. Ich hoffe, die ist über Nacht dann nicht weg. Wir werden sehen. Also ich muss ja mal sagen, wir sind ja irgendwie schon ziemlich effektiv hier in diesen letzten Folgen. Schnitz da nah auf das Ding! Oh! Scheiße, ey! So, das Minispiel öffnet sich, der Fisch schnippt nach oben. Ich drücke auf die Maus und bis mein grünes Feld beim Fisch ist, ist das schon wieder verloren, das Spiel. Schatz! Was ist das denn? Skelettschwanz! Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Natürlich kann der mir viel über den Skelettschwanz erzählen, ihr Schmassis. Alter, hier, der Mann und das, der alte Mann und das Meer oder was? Alter, bleib doch mal hier, du Drecksfisch. Nee, bei dir ist schon der alte Mann und das weniger. Oh, 97 Zentimeter Lachs hier aus dem Süßwasser gezogen, du.
Aber ich habe den Dreher dran, der sich übrigens mega schnell verkauft. Oh, nee, der ist schon kaputt, der Dreher. Toll. Ja, toll. Da hat sich richtig gelohnt, da hier die Materialien für rauszuballern. Ja, ich mache jetzt mal. Habe ich das mit? Nee, habe ich nicht mit. Egal. Köder müssen wir auch dran machen. Ey, ihr müsst das bei mir gucken, dieses Geangel. Da kriegst du einen Anfall, kriegst du. Da macht er so hoch, runter. Ja, das verbessert sich halt, glaube ich, je besser. Nicht klicken. Ja, das verbessert sich halt, je besser du wirst im Angeln. Was verbessert sich da? Das wird dann, dass sie nicht mehr so schnell hoch und runter und so viel wechseln. Ach so. Glaube ich. Ah, okay. Glaube ich. Boah, du bist ein Hurensohn, du Fisch. Meinst du, die Mutter des Fisches hat ihre Dienste einfach so angeboten? Ja, garantiert. Hier, wichs mal über mein Laich, Arschloch. Wenn Fische reden könnten. Das wäre ein schwuler Fisch. Warum? Der Laich ist doch vom Weibling. Ja, ja. War schon alles biologisch korrekt. Biologisch korrekt, genau. Nur halt irgendwie umgangssprachlich ein bisschen harsch ausgedrückt. Genau. Junge, semmel mal richtig hier drüber da. Mach mal deine Sperma so sauer, mein Laich, Alter. Genau, komm, Junge, mach mal auf die Schleuse hier, komm. Lass mal laufen. So, ein paar Fische jetzt hier verkaufen. Was ist denn noch vakant in unserer, im Gemeinschaftszentrum bei den Fischen? Ich habe gerade einen Schatz geangelt. Keine Ahnung. So, 30 cm Kaulbarsch plus Katzenfisch. Schatzruhe. Den hatte ich doch. Verdammt. Ich habe Holz geangelt. Scheiße, ich habe den Katzenfisch nicht reingelegt, Leute. Ich habe eben das Telefon gedingelt. Ich mache eine goldene Sardine rein. Jetzt. Sardine, zack, Thunfisch, Riffbarsch. Ich versuch's mal mit dem. Das ist aber ein anderes Bild von dem Thunfisch. So, eine Runde wird noch gefischt. Und dann geht's ins Bett. I am very tired. Ja, warte mal, Sardine, Sardelle. Achso, das sind verschiedene. Ja. Nehmen wir mal zwei goldene. Der eine schmeckt mehr nach Fisch, der andere nicht so. Naja, wenn du lang genug liegen lässt, bestimmt auch. Ja, er kriegt so einen schönen. Ich glaube, ich muss morgen mal zu dem Schmied gehen. Ich habe eine Geode und so ein Artefakt-Ding. Eine Joja-Cola, die kann ich mir dann mal in die Figur kippen, oder? Unser Köder bauen. Geh mal von der Ziste da weg. Da sind doch die Käfer drin, oder? Köder. Keine Ahnung. Hä? Ich bin ja dafür, dass wir mal unsere Sprinkler aufstellen. Die haben wir so schön gebaut. Unsere total guten Sprinkler. Ja. Ja. Scheiße. Es ist übrigens schon halb nachts. Ja, du bist nicht hier. Ja. So, jetzt habe ich da mal hier das andere Ding rangeklatscht. Ich gehe nach Hause. Hier, dieses Neptuns-Gelebe werde ich einfach verkaufen, oder? Gently in und wir gehen nach Hause. Ist die Olle bei dir im Haus eigentlich und baut in der Küche rum? Rabimmel, Rabimmel. Was, bei mir? Nee. Nee. Warum nicht? Die soll doch eine Küche bauen. Vielleicht baut sie das nicht. Da musstest du einen Platz aussuchen, wo sie die baut? Nein. Das ist eine Hauserweiterung. Vielleicht hat sie die 10.000 genommen und ist einfach abgehauen. Genau, hat sie abgesetzt nach Bolivien oder so. Sie hat gesagt, sie fängt morgen an und es dauert 3 Tage. Ja, genau. Morgen Anfang ist genau wie morgen Freibier. Ich hasse euch. Ja. So, 11. Tag. 11. mit Ö? Mit Ö, ja, natürlich. Ö. 15, oder? Nee, Quatsch, mehr. Was? Mehr Tage hat hier ein. 15 war bei RimWorld. Oh, hat sich summiert. Mais, alles schön. Ja. Haben wir die Küche schon fast wieder drin. Ja, die wurde ja noch nicht mal angefangen zu bauen. Die ist noch nicht mal draußen. Ja, immer noch gut. Nicht. Wo ist denn die Sacktante? Die hat dich voll beschissen. Oh, ja, aber echt. Was ist ich schwör's dir, die hat dich voll über den Tisch gezogen. Mais ist einfach richtig gut und Preise werden sowieso. Ich hab's euch gesagt. Ja. Mal richtig Schmackharz hier. Lecker Weintrauben! Hier geht's ja richtig ab. Ich glaube, ich muss was ablegen in die Truhe.
Denkt an goldene Sachen oh, nicht. Ich muss mal kurz zur Tür aufmachen, bin gleich wieder da. Kotzt er da vor die Tür. Ah. Mais haben wir schon Gold. Aber bevor wir alles verkaufen, müssen wir noch mal gucken. Dieses Lila, ne, da kann sein, dass wir es noch brauchen für dieses Gemeindezentrum. Das ist Lila, ne? Wildpflaume? Ja, ich glaube. So, Reh. Ah, so, was haben wir hier? Wer schreibt denn hier? Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen. Damit ey, warte mal, eine Süßkartoffel hatten wir doch. Bald, Willi. Hallo, Willi. Ich hab doch eine Süßkartoffel. Ja, dann bringen wir mal ins Gemeindezentrum. Ich bin mal im Gemeindezentrum, Leute. Könnt ihr mal die Felder gießen ohne mich? Ja. Ach komm, dann helfe ich noch gerade. Mach dir ja eh nicht. So, wir brauchen goldene Sachen, ja? Ja, wir haben schon einige, also es reicht wahrscheinlich schon. Ja, die muss mehr als 9 können wir anfangen, oder? Mehr als 9 können wir ja eh nicht mitnehmen. Okay. Ja, aber ich dachte, die muss jeder liefern. Nee, unsere Farm, wir sind eine Farm. We are one farm? We are one farm. We are farm. One farm. Ja. Sag mal, Nene, du hast schon wieder keinen Gießarbeit, oder was? Klar, ich hab die ganze Mitte gegossen, hab mal ganz kurz, hab ich jetzt mal die Hühner gestreichelt. Du lügst. Der Mähne und seine Hühner, ey. Eine Liebe ja. Für Leben. Die mittlerweile bringen die, glaube ich, schon ein Plus. Was hat ein Huhn gekostet? 150, oder? Nein. 1800. Nein, achso, die waren nicht. Teuer, ja. Nee, das war. Ein Huhn hat, glaube ich, 800 gekostet. What? Und ein normales Ei bringt 50. Und die silbernen und goldenen Eier, die wir ja jetzt fast nur noch bekommen, die bringen natürlich mehr. Verständlich. Kann man also ja nicht sagen, das hat sich amortisiert. Weiß ich nicht. Geh mal rein. Nicht, ne? Geht nicht. Muss mal ein Ticket kaufen. Der Bus Richtung. Ist momentan nicht in Betrieb. Ach so, da müssen wir die Quests im Gemeindezentrum erfüllen. Das wird ja noch ein langes Spiel, ey. Das wird unser längstes Let's Play together. Ja, ich befürchte es. Naja, man muss ja zumindest erstmal, für ein paar Sachen muss man ja sowieso erstmal ein Jahr durchhalten, weil man muss ja dann diese ganzen das Wintergemüse und so weiter erstmal angeln. Ja, ja, aber da ist doch aber auch noch die Sache, dass wir zum Beispiel dieses Ding, dieser komische Altar, der da oben über unserer Behausung da ist, der ist doch mit dem dritten Jahr erst irgendwie, also. Ja, ja, genau. Also. Ich frage mich, ob wir zu viel pro Tag machen, ob wir einfach pro Tag weniger machen müssen. Aber das kann man später gucken. So, die Süßkartoffel ist drin. Fehlt noch der dumme Kürbis. Wieso haben wir eigentlich keine Kürbisse? Es ist doch fucking Herbst. Wo ist was drin? Ja, hier in dem Gemeindezentrum. Ach so. Gute Frage. Es muss doch Kürbissamen geben, oder? Na ja. Lugi. Look doch mal da. Look doch mal rein. Du Schwein, du Arschfotzau. Brilli, behave. Was? Haben wir eine Entenfeder? Wein? Hasenpfote? Granatapfel? Klingt nach Wimmelbild, was du da machst. Gefrorene Geode müssen wir auch noch hier reinmachen. Haben wir doch auch, oder nicht? Pimmelarsch und Zwirn! Treffer! Komm, Junge, Fisch, dir oh, die Seele aus dem Leib. Ja, komm. Bienenhäuser auf deinem Hof. Aha, Bienenhäuser kann man auch noch haben. So, Meister auf die Samen. Let's. Kürbissaat, direkt das erste. Na. Wie lange wächst es denn? 13 Tage. Ja, dann haben wir sie. Dann ist irgendwas auf unserem Feld mit Kürbis sein. Die ist aber noch nicht gewachsen, weil wir haben ja erst den 12. Die müssten morgen ready sein. Das passt doch aber noch. Okay. Nee, aber wenn wir es haben, brauchen wir es ja nicht nochmal. Was fehlt denn noch? Hier? Was fehlt denn noch?
Aus dem Herbst nur Gehörbis, glaube ich. Ja, keine Süßkartoffel? Nee, die habe ich ja gerade abgegeben. Was? Okay, Preiselbeeren, oh. Sonnenblumen. Ich habe gerade eben eine Krabbenreuse aufgenommen, die hier im Meer geschwommen ist. Ey, warum? Die war doch noch nicht voll, oder? Nein, Mann, aber ich wusste nicht, was das ist, bis ich es aufgenommen habe. Leg sie wieder rein. Habe ich doch. Leg sie doch einfach wieder rein. Ich habe sie verkauft. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Leg sie da wieder rein. Ich fahre jetzt mal zum Schmied. Hat er noch auf? So, gib mir mal eine Bambusstange, Junge. Eine Fieberglasangel. Die kaufe ich mir jetzt. Eigentlich wollte Brilli mir die ja geben, aber hat er nicht hingekriegt. Hat er verkackt? Ja, okay. Hier, du, mach mal hier Geode aufbrechen. Yeah. Geode. Yeah. Ja, Na toll, vom Stein drin. So. Fieberglasangel! Was ist das denn? Nur Schwachsinn. Was haben wir? Wir haben doch, ist Kupfer, wenn man jetzt sagt, hier, Werkzeuge verbessern, Kupfergießkanne, ist die besser als die, die wir jetzt haben? Ja, muss ja. Aber was haben wir denn dann jetzt? Eisen ist doch besser als Kupfer, oder was? Die heißt einfach nur Gießkanne. Und danach ist es die Kupfergießkanne, dann ist es die Eisengießkanne und so weiter und so fort. Die ist vielleicht aus Pfefferminzplastik. Dann lass uns doch mal, wir haben die Küche jetzt gekauft, dann lass uns doch mal als nächstes alle unsere Werkzeuge verbessern. Das heißt, für jeden brauchen wir 8000 brauchen wir für jeden. Also ich habe schon eine Kupferspitzhacke. Also, wow, okay. Ja, was denn? Dann reicht es doch, wenn einer das hat. Ja. Quatsch, wir müssen alle haben. Ach, papalapap. Ach, du bist gleich papalapap. Das ist halt so viel Geld, was man investiert, um es dann doppelt zu haben. Ja, jeder braucht doch, es bringt natürlich was. Warum? Es geht doch alles viel schneller, wenn jeder was Schnelleres und Besseres hat. Wieso, wenn du sagst, also, hier ist ein Baum, beim Schwert ist doch auch nicht, weg. Beim Schwert ist es nur dasselbe. Ja, aber die findest du ja, da musst du ja kein Geld ausgeben. Eben, die muss ja die, ja, genau. Neue Belohnung. Skelettschwanz gespendet, aha. Ah, interessant. Alter! Ich hab ein geiles Möbelstück gekriegt. Was denn? So, warum rennst du hier rum, anstatt unsere Küche zu bauen? Genau. Was soll das? Mach das mal klar. Kann es sein, dass du dir noch die Materialien bringen musst? Hast du bis jetzt nur bezahlt? Ich hab die Materialien mitgehabt. Alle, bis auf den letzten Nagel. Die rennt einfach weg. Die hat irgendwas von einem alten Mann hinter ihrem Haus geschwafelt und dann rennt sie weg. Die hat uns übers Ohr gehauen. Also Anzeige ist raus, würde ich sagen. Ist sie. Die hat uns richtig übers Ohr gehauen. Die Mistmarde, die... Boah, Leute, jetzt knallt sie aber durch. Boah, was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt sieht Mene und Brilli sind jetzt mal richtig rot. Das ist drin. Aua, wer bist du denn? Eigentlich, meine Beine sind noch ganz steif vom Sitzen diesen Morgen. Ja, alles klar. Boah, ich habe so ein krasses Zimmer halt einfach auch. Aber kann man es am Boden machen? Was soll das denn? What? Ich habe ein neues Bild und einen neuen Mitbewohner in meinem Haus. Falls ihr euch das angucken wollt, geht natürlich einfach in mein Haus. Ist das eine Einladung oder wieder so eine Falle für deinen Sexkeller? Wieder vor allem. Aha. Ja, meinst du, die Haare stehen mir umsonst so zu Berge? Guck mal hier, was er hier alles lagert. Gucken wir uns doch mal die Hütte an vom Brilli. Das sind it. Guck mal, der sie alles lagert. Eine Bombe, das Goldbarren, Smaragd, oder? Aquamarin. Der lagert hier alles in seiner blöden Scheißbude. Wie viele Folge ist das jetzt? Was geht denn mit dir ab? Das ist für diese 9-Tage-Quest hier. Die 9 ja, nee, es ist nichts Goldenes dabei. Ey, geh aus meinem Haus raus. Was machst du in meinem Haus? Das ist mein Bär. Es ist scheißegal, du bist... Ey, gib mir den Bären wieder her.
Ach, wie geil. Lass den, das ist meiner. Ich gehe jetzt noch die Geode ins Gemeindezentrum bringen. Geode ins Gemeindezentrum, okay. Ja, aber soll noch eine gefrorene Geode rein. Gefrorene Geode, du. So, also. Da oben müssen wir uns irgendwie noch weiter. Bunkert er alle. Ich denke mir die ganze Zeit, wo sind eigentlich die richtig wertvollen Sachen überall? An Mena hat ja, das Kopfkissen gelegt. Er hat eine schöne Kiste in seinem Zimmer, wo alles Wertvolle drin ist. Da ist nichts Wertvolles drin. Bester Typ, ey. Also Mena, du bist schon so ein Kandidat, ne? Von wegen, wir finden zwei Goldbahnen, macht man sich erstmal eine goldene Rüstung draus. Also, ne? Nee, Kupfer, weißt du doch. Ja. Klar, hier ist meine goldene Melone, goldener Hopfen, goldener Meerrettich. Das habe ich da drin. Meine alten Schwerter und so ein Gedöns. Braucht da keiner. Ein paar Samen. Was hat das drin, um eine neue Farm zu gründen? Du willst uns verlassen. Abnabeln will er sich. Abnabeln. Ja. So, ich geh jetzt mal in die Kiste hier. Sollten wir wohl, ne? Ja. So, gute Nacht, Marie. Ganz das Schwert. Komm nur ins Bett. Komm, Bärzahl, komm. Ich bin. Ach so, ich okay. Wir also, haben wieder meinen Bären geklaut. Nee. Ich hab nicht geklaut. Ja, ja. Buch, was denn jetzt? Errungenschaft, ausbauen. Guck mal. Ich glaube, es ist die Küche fertig. Oh, schade, die Folge ist zu Ende, glaube ich. Ja, ist auch. Oh ja, am Zuschauer, müsst ihr wohl nochmal einschalten. Cliffhanger par excellence, würde ich sagen. Cliffhanger. Und gut, damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Stardew Valley. An meiner Seite waren der liebenswerte Zwiebelpeter und der noch liebenswertere Mene. Hallo. Tschüss. Hallo, tschüss, Junge. Ciao. Mach's gut. Ciao.